Am besten trägt man sich das alles direkt in den Kalender ein. Wobei, wenn man sich die so anschaut, richtig hübsch sind die ja nicht, diese Kalender. Ne? Dabei kann man sie wirklich verschönern, indem man sie nämlich einfach einnäht. Dekorativ total hübsch. Außerdem ist es echt ein Schutz, wenn man den sich in die Tasche schmeißt, dass er eben nicht so schnell irgendwelche Macken bekommt. Und wie es funktioniert, zeigt uns unsere Nähfee, die wir heute bei uns haben. Schön, dass du da bist, Karin Mooslehner. Danke. Ich kenne das ehrlich gesagt von Buchhüllen auch so. Ne? Ja, wie man sonst. Im Grunde genommen kann man diese Anleitung, die ich heute zeige, auch benutzen, um eine Buchhülle zu machen. Oder eine Hefthülle, je nachdem, kann man das eigentlich einfach umarbeiten. Das ist ganz einfach. Aber Kalenderhüllen, das ist dein Ding, du hast ein paar schon gemacht, ne? So ein ganz paar. Da sind noch nicht mal alle, aber das ist irgendwie so der Abschluss des Jahres für mich, dass ich für das nächste Jahr den Kalender neu benähe, sozusagen. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt den Zuschauern auch mal zeige. Das finde ich total toll. Fangen wir direkt an. Als erstes braucht man natürlich den Kalender, um die Maße zu ermitteln. Mhm. Das ist natürlich in der Höhe ganz einfach. Da ist jetzt dieser Kalender 16,5 cm. Das erste Mal, dass man was beachten muss, ist jetzt, dass man die Breite des Kalenders jetzt nicht so ausmisst, sondern tatsächlich im geschlossenen Zustand. Ach so. Damit man das genaue Maß hat. Ja? Mhm. Das waren jetzt 24,5 sind das hier bei diesem Kalender. Mhm. Die Maße schreibt man sich irgendwo auf. Man kann sich zur Not auch ein Schnittmuster machen. Das kann man aber auch beim Zuschnitt einfach messen direkt. Okay. Jetzt benötigen wir Stoffe. Am günstigsten sind so feste Baumwollstoffe, also Webware, keine elastische Ware. Weil die sonst ausleiert? Oder? Ja, weil es ausleiert, das wird dann schnell unschön einfach. Mhm. Man kann auch nehmen solche beschichteten Stoffe, Wachstuch. Das wie für so eine Tischdecke, das ist ja praktisch. Ja, das ist genau. Alles dann abwaschbar. Ne? Abwaschbar ist dann sehr robust, kann nicht viel passieren. So, der Zuschnitt, der besteht jetzt auch nicht aus besonders vielen Teilen. Man muss ein Außenstück zuschneiden, das, was ich gerade bemessen habe. Gibt aber oben und unten und an den Seiten jeweils 1 cm Nahtzugabe dazu. Mhm. Dazu brauchen wir noch 2 Seitenteile, die später dafür da sind, dass man so eine kleine Tasche da drin hat auch, dass man da so Sachen verstauen kann. Ja, da hast ja noch, es ist ja nicht nur ein Umschlag sozusagen. Ganz genau. Es ist ja noch ein bisschen mehr, ne? Dass man auch zum Beispiel, wie man das hier so schön sieht, theoretisch Stifte mitnehmen kann. Genau. Ne? Dafür werden dann noch so zwei, ein für die Lasche und für die Tasche, schneiden wir auch noch kleine Vierecke zu. Die genauen Maße, die kann man sich selbst ein bisschen aussuchen. Ich habe im Internet mal so eine Beschreibung verfasst sozusagen und habe da dann auch die Maße mal dazu geschrieben, die ich sie genommen habe. Ja, okay. Jetzt bräuchten wir noch das Innenteil, das Innenfutter. Ich habe jetzt einfach mal den rot gepunkteten genommen. Da dachte ich, vielleicht kannst du das mal zuschneiden. Das mache ich gerne. Ich habe ja ehrlich gesagt schon ewig nicht genäht. Meine Nähmaschine steht seit Jahren auf dem Dachboden. Das steht sie ändern. Ja, da steht sie sehr gut. So, da haben wir jetzt den Stoff für das Innenfutter. Ich habe jetzt einfach mal eine Schablone gemacht. Das ist ein bisschen einfacher. Mhm. Können die Zuschauer auch machen. Das heißt, du steckst sie da drauf und dann einfach ausschneiden drumherum. Einfach hier mit ein paar Nadeln feststecken, dann ist es einfacher. Ja, mache ich mal hier direkt mit. Und diese Stoffe, die man jetzt hier am besten benutzt, diese festeren Stoffe, die haben auch noch einen speziellen Namen, den ich immer wieder vergesse. Canvas nennt man das auch, diese festeren Webwaren. Genau, mit C aber, ne? Ja. Canvas mit C. Okay. Genau. Ich habe jetzt so eine kleine Vorliebe für japanische Stoffe irgendwie entwickelt, was das angeht. Du hast uns auch welche mitgebracht. Da vorne sind sie, genau. Was ist das Besondere an japanischen Stoffen? Das Besondere an japanischen Stoffen ist, dass sie immer sehr detailreich sind, sehr verliebt in die kleinen Muster. Also hier zum Beispiel sieht man, dass da so ganz klitzekleine Eichhörnchen noch auf den Fliegenpilzen sitzen. Kann man das erkennen? Das ist wirklich zu klein. Winzige Pandas sind da zu sehen. Mhm. Das finde ich immer sehr hübsch. Und das macht sich auf solchen Kalendern natürlich sehr gut. Ne? Kriegst du die denn dann nur übers Internet? Oder kriegst du die mittlerweile in gut sortierten Stoffläden hier auf jeden Fall auch. Das vielleicht eher unter Patchwork-Stoffen, weil sie dafür konzipiert sind. Dieser Stoff, den du jetzt dazu schneidest, der ist ein bisschen dünner jetzt als diese Canvas-Stoffe. Ja. Deswegen sollte man eine Verstärkung aufbügeln. Das gibt es in verschiedenen Dicken, das ist einfach, was man im Haus hat. Also jede Näherin hat es im Haus, das ist auf einer Seite. Kann man das aufbügeln. Mhm. Die eine Kante auch noch abschneiden. Ach, ja, guck mal, war ich viel zu schnell hier. Noch eine Kante vergessen. Macht ja nichts. In der Zwischenzeit kann ich den Zuschauern vielleicht schon mal zeigen, diese kleinen Taschen und dieser Riegel gearbeitet wird. Man hat ein großes Viereck für die Tasche, was Sie erkennen. Mhm. Und das wird einfach einmal gebügelt auf die Seite und einmal unten und die Seite zugenäht. Gewendet. Das Gleiche macht man mit diesem kleinen Viereck, was wir jetzt zugeschnitten haben, für den Riegel, um das zu verschließen. Und dann sieht das später
so aus. Das wird auf, schon drauf auf die Außentasche wird einmal hier diese Tasche genäht. Das ist diese gewendete. Und an die Seite machen wir diesen Riegel für später. Ach, das wird der Verschluss. Das wird nachher ganz gut zu sehen sein. So, jetzt aber. Wird leider erstmal noch gebügelt. Fertig. Ja, gut. Ja, ich habe ja schon, ich weiß, es wird immer erst gebügelt. Es wird leider immer erst gebügelt. Das ist furchtbar, nicht wahr? Da muss man einfach nur ein bisschen immer gucken, was da in der Herstellerbeschreibung steht. Man kann sich aber immer als Grundsatz merken, diese glänzende Seite kommt immer auf den Stoff, wo der verstärkt werden soll. Ja, einfach kurz drüber bügeln, da steht auch meistens dabei, wie lange das gebügelt werden muss. Und das hält dann von alleine? Das verbindet sich durch die Wärme, wird der Kleber aktiviert, sage ich mal so. Mhm. Und dann verbindet es sich. Darf mit dem man dann Stoff. Überhaupt mit Dampf bügeln? Oh, das ist je nach Hersteller ein bisschen anders. Ich mache es, weil es jetzt schneller geht in der Sendung. Ja. Da geht das einfach besser. Das Gleiche macht man, man bügelt jetzt noch diese beiden Seitenteile. Die Seitenteile haben die gleiche Höhe wie das Außenteil. Ja? Mhm. Das heißt, dann bügelt man die kurzen Seiten zur Seite. So. Du bügelst sie praktisch schon so, wie du sie nachher dann auch nähst. Genau. Also, dass da schon diese Kante. Damit die exakt im Bruch, sagt man, liegen. Bügelt man. Okay. Einmal. Ich nehme das schon mal. Genau. Wir brauchen jetzt das Außenteil, was ich schon vorbereitet habe. Mhm. Gut. So. Jetzt wird genäht. Ja. Endlich. Ich wollte es nicht so sagen. Die Seitenteile werden jetzt mit der offenen Seite, kann man jetzt hier schlecht erkennen bei dem roten, zur Kante hin aufgesteckt. Und festgesteckt, gibt es eigentlich eine besondere Technik, wie du da die Nadeln rein? Ah ja. Okay. Sieht nicht so aus, ist aber so. Immer senkrecht zum Stoff stecken. Mhm. Weil dann sonst verschiebt sich der Stoff beim Nähen. Und ich sage auch immer, man soll die Nadeln rausziehen beim Nähen. Ich weiß, viele Leute nähen drüber mit der Nähmaschine, das geht. Mhm. Aber wenn die Nähmaschinennadel dann abbricht, ist das schon ziemlich ärgerlich, finde ich. Ne? Ja, das stimmt. So, okay. Jetzt werden hier nur zwei kleine Nähte gemacht. Zack. Ach so, genau, jetzt nimmst du es vorher raus. Mhm. Genau, Nadeln raus und einmal hin und her. Nach dem Nähen, normalerweise müsste man jetzt diese Kanten versäubern, damit sie nicht ausfransen. Aber da spare ich mir den Schritt, weil erfahrungsgemäß die jetzt nicht gewaschen werden, unbedingt diese Höhlen. Das kann man mit einer sogenannten Zackenschere machen. Die habe ich da vorne schon mal in dem hier in meinem Behältnis. Ah ja, die kenne ich ehrlich, die kenne ich vom Basteln, ja, so eine Zackenschere. Benutzen die meisten zum Basteln. Die bitte nicht, weil wenn sie einmal mit Papier benutzt wurde, ist sie stumm. Ach so, okay. Dann ist das eine reine Nähschere. Das ist jetzt eine reine Nähschere. Gut. Das heißt. Und da hast du extra so einen Klipser. Das ist so ein Klipser, damit es schneller geht. Das heißt, soll ich jetzt irgendwas hier abschnibbeln? Gerne. Und zwar jetzt vorsichtig, nicht in die Naht schneiden. Einmal da entlang schneiden. Ja, also direkt neben der Naht. Direkt neben der Naht. Halt das mal hier so ein bisschen runter. Und sag noch mal, warum ist das wichtig? Das ist ja gar nicht die Zackenschere. Wo ist sie denn? Ist das jetzt die falsche? Ja. Nee, doch, ist gut. Das richtig? Doch, nee, alles doch, richtig. Ne? Das ging jetzt so sagen, gut. Das sieht doch so eine Zacke aus, was ich hier habe. Ich brauche eine neue Brille, glaube ich. Ja, genau. Sag mal ganz kurz, warum jetzt mit der Zackenschere? Weil dadurch kann jetzt der Stoff nicht mehr so schnell ausfransen. Das würde ich jetzt bei Kleidung nicht unbedingt machen. Das würde nicht ausreichen. Da müsste man es schön versäubern. Natürlich die andere Seite auch noch schnell. Mhm. Geht es ruckzucki. Ja, und dann kommt schon der letzte Schritt. Da wird jetzt der Innenstoff aufgenommen, den wir gebügelt haben. Wo haben wir den? Den haben wir hier drunter. Ja, der wird jetzt auch wieder darauf gesteckt. Zack. So, zur Seite. Okay. Der wird da drüber gesteckt, rechts auf rechts. Man sieht schon, der ist ein bisschen kleiner als der Außenstoff. Ja. Und der wird jetzt nur oben und unten festgenäht. Also braucht man quasi nur zwei Nähte und dann sind wir schon fertig mit dem ganzen Bereich. Mhm. Sehr gut. Jetzt macht man nur zwei Nadeln, damit es schneller geht. Ja. Die komplette Anleitung, also nochmal mit Fotos und wie das funktioniert, wenn Sie sich das alles nochmal in Ruhe anschauen möchten, können Sie das natürlich auf unserer Internetseite daheim-und-unterwegs.de machen. Genau. Da sieht man nochmal jeden Schritt. Alles, was jetzt vielleicht ein bisschen schnell ging, kann man sich da nochmal anschauen. Im Prinzip, das ist jetzt das Genähte. Die andere Seite müsste jetzt auch noch passieren, aber das können wir uns jetzt ein Jahr sparen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ja, wo hast du es? Jetzt ist schon der letzte Schritt. Jetzt wird zweimal gewendet, das ganze Täschchen. Nach dem ersten Wenden sieht es jetzt noch so ein bisschen, was haben wir denn da fabriziert? Ja, da stimmt so was nicht, denkt so man. Naht, ne? Man denkt, wo kommt der Kalender rein? Aber jetzt das zweite Wenden erfolgt jetzt noch mal hier über diese Seitenteile einfach. Ach so. Zack.
Das wird die andere Seite auch. Das kann man doch theoretisch auch total toll für so ein Tablet machen, fällt mir gerade ein. Ne? Ja, könnte man. Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist keine schlechte Idee. Wenn man das mitnehmen möchte, das zerkratzt doch so. Ich weiß, dass viele Frauen das auch für so Hüllen, wenn sie Mutterpass haben oder solche Sachen nähen, kann man das auch nähen. Also gerade diese bunten Sachen. Ja. Als Spezialwerkzeug nehme ich immer mein Essstäbchen, um die Ecken jetzt ein bisschen schön zu machen. So, und jetzt sieht man schon. Jetzt ist es eigentlich schon fast fertig. Können wir den Kalender da schon mal? Ja, noch eine Sache. Ach so. Was noch fehlt, ist natürlich ein Druckknopf. Oder wenn man keinen Druckknopf hat, kann man auch Klettverschluss benutzen. Den kann man in tollen Farben kaufen mittlerweile. Den einfach zurechtschneiden, dann drauf machen. Was ich ganz toll finde, ist, dass es heutzutage Plastikdruckknöpfe gibt. Die sind ganz einfach einzuarbeiten. Vor allem schön farbig. Total bunten toll. Farben, alles Mögliche. Ich fand Rot natürlich jetzt passend. Ja. Und mit so einem Spezialwerkzeug wird es einfach zack reingemacht. Ohne Hammer, ohne schwerem Gerät. Willst du den noch reinmachen? Ja, können wir gerne noch machen. Ja. Dafür braucht man einfach so eine Aale, nennt sich das, glaube ich. Da wissen die Männer besser Bescheid. So einfach ein Loch rein. Ist das so ein Gerät, wo man schon mal so in Holz mit vorbohrt, ja, und dann nachher da den Bohrer anzusetzen? Ganz genau, dass man so ein kleines Loch vorbohrt, damit es besser da durchgeht. Dann gibt es so ein glattes Stück, was erst hier durchgesteckt wird. Na, da jetzt sehe ich es gerade schlecht. Das ist ein bisschen Frickelarbeit, ne? Aber gut, muss man mal ein bisschen Aale, ein bisschen mehr vordrücken. Genau. Und dann gibt es das Gegenstück, da gibt es dann, ich nenne es mal Männchen oder Weibchen. Das wird jetzt hier, das kennt man ja von Druckknöpfen, dass die halt unterschiedlich sind. Also. Einfach nur da drauf gesteckt. Und mit meiner Zange gibt es auch eigentlich in jedem Nähbedarf drauf. Einmal feste. Zack. Unterdrücken und dann ist es fertig. Fertig, super. So sieht das Ganze, wir können das jetzt hier noch verstauen, aber so sieht das Ganze ja dann aus, wenn es fertig ist, wenn es schon befüllt ist, dann kann man das hier aufmachen und da ist der Kalender drin. Super. Ja. Schöne Idee fürs neue Jahr. Ja. Klasse, herzlichen Dank gerne für deinen Besuch bei uns. Ja, und wie gesagt, schauen Sie gerne nochmal auf unserer Internetseite nach, da gibt es die Fotoanleitung Schritt für Schritt für einen schönen eingenähten Kalender. Und genau. Jetzt geht's weiter mit dir, René. Ne? Ja. Du bist ganz fasziniert. Ja, bist ich so gucke euch zu. Total. Weißt du, was du mal? Ich hatte eine Idee, was du nähen könntest, wenn du das nächste Mal kommst. Ja. Und zwar, es gibt so ganz kleine Wärmflaschen, ganz kleine. Und wenn du dafür eine Hülle nähen könntest, damit man sich die unten über die Füße ziehen kann. Gegen die kalten Füße, ja. Oder? Können wir mal probieren. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Weil bei uns geht es nämlich gleich um dieses vermeintliche Mädchenthema, um kalte Füße.